Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Wohnen 2045. Die Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt wird in den kommenden Jahren immer angespannter. Wir sagen Ihnen, wo es sich heute noch lohnt, eine Immobilie zu kaufen. Und Horror-Nebenkostenabrechnung. Wenn die Abrechnung um ein Vielfaches steigt, gilt es schnell zu reagieren und die Ursachen zu erforschen. Letzte Maßnahme: Vorauszahlungen einstellen. Hamburg, Köln oder Stuttgart. Die Metropolen werden immer beliebter, ganz im Gegensatz dazu Bitterfeld, Halle an der Saale oder die Region Vorpommern. Glaubt man der Studie Wohnen 2045, kommt der Immobilienmarkt immer weiter unter Druck. Wir sprechen heute mit einem Experten darüber, wo es sich lohnt, noch Immobilien zu kaufen und wie ich diese richtig finanziere. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Beim Wort Vinyl denken wir alle an die gute alte Schallplatte. Diese ist auch wieder im Trend, das gleiche gilt für Vinylböden. Was Sie heute mit dem Material alles machen können und was Sie bei der Verlegung beachten müssen, das zeigen Ihnen Claudia Zidorn und Robert Pfeiffer. Kaum zu glauben, aber diese Bodenbeläge sind weder echtes Parkett noch echte Fliesen. Was Sie hier sehen, ist Vinyl. Das Material feiert sein Comeback als Bodenbelag und wird bei Haus- und Wohnungsbesitzern immer beliebter. Früher als gesundheitsschädlich verschrien, wird bei Vinyl heute weniger bis kein Weichmacher verwendet, so dass es sogar in Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Der Kleber ist auf Wasserbasis und somit geruchsarm und ebenfalls nicht gesundheitsschädlich. Ein weiterer Vorteil: Das Verlegen geht schnell und einfach. Vom Verlegen ist es natürlich wesentlich einfacher, sage ich jetzt mal. Weil man muss nichts großartig, vielleicht eine Schablone oder so anpassen, wenn man irgendwelche Ecke oder so hat oder Treppe. Den Boden, den macht man halt ein wenig heiß, wenn es irgendwie, wenn man ein wenig Ecke, Rundungen hat, den kann man schön reindrücken und dann kann man, sage ich mal, genau nachschneiden. Vinylböden sind extrem robust, wasserabweisend und sogar widerstandsfähiger als Laminat. Doch auch bei Vinyl kann es natürlich zu dem ein oder anderen Kratzer kommen. Dann lassen sich die einzelnen Bahnen ohne viel Aufwand ausbessern. Die einzelne Platte richtig gut warm machen. Aber dann kann man sie eigentlich nachher ganz langsam nachher rausziehen. Aber die Platte müsste halt richtig heiß sein, sage ich mal, oder weich. Am Ende ist nichts mehr zu sehen. Übrig gebliebene Bahnen sollten daher nicht weggeworfen werden. Man sollte eigentlich so die Reste eigentlich gut aufheben, aber nachher flach lagern, also nicht irgendwo hochkant hinstellen, weil sonst sind die Böden kaputt. Damit Vinylböden auch wirklich lange Freude machen, muss der Untergrund entsprechend vorbereitet sein. Vor dem Verlegen wird eine glatte Betonschicht aufgetragen. Wenn man für die Designbeläge eigentlich einen Top-Untergrund braucht. Der muss einfach glatt sein, weil die ziemlich empfindlich sind nachher. Jede Unebenheit sieht man halt nachher bei den Fußbodenbelägen. Ohne Betonschicht können Wellen oder sich abzeichnende Fugen die Folge sein. Vinyl eignet sich aber nicht nur für Böden. Das Material ist auch an den Wänden einsetzbar und kann so für eine einheitliche Optik in Küche oder Bad sorgen. Und das in allen Varianten. Mittlerweile hat man ziemlich große Auswahl von sämtlichen Holzoptiken, Fliesenoptiken, aber Betonböden gibt es mittlerweile. Also ja, halt Betonoptik. Da haben wir eine ganze Palette an Auswahl zur Verfügung mittlerweile. Aufgrund der dicken Vinyl-Nutzschicht lassen sich Oberflächenstrukturen für viele verschiedene Designs einprägen. So ergeben sich täuschend echt aussehende Oberflächen in Anlehnung an Holz, Metall, Marmor oder Stein. Jedes Jahr flattert sie vielen von uns ins Haus die Nebenkostenabrechnung. Vor einigen Wochen haben wir über den Fall der Rentnerin Renate Müller berichtet, die von heute auf morgen 3.000 Euro Nebenkosten nachzahlen musste. Trotz Anwalt und Gericht musste sie nun die Nebenkosten nachzahlen und inzwischen droht auch die Räumung der Wohnung.
Solche Fälle wie bei Renate Müller sind zwar eher selten, doch es gibt immer wieder Diskussionen um die Richtigkeit der Nebenkostenabrechnung. Wir haben mit einem Experten darüber gesprochen, wie Sie die Nebenkostenabrechnung überprüfen können, vor allem auch, was Sie tun können, wenn Sie die Richtigkeit anzweifeln. Kommt die Nebenkostenabrechnung, interessiert die meisten als erstes, muss ich etwas nachzahlen oder kriege ich etwas zurück? Wenn an der Höhe der Nachzahlung etwas nicht stimmen kann, gilt es, die Rechnung zu überprüfen. Frank Peters ist Abrechnungsexperte von Minol, dem größten Ableseunternehmen in Baden-Württemberg. Er hat selbst viele Werte von Heizkörpern abgelesen und kennt die Auseinandersetzungen, die entstehen können, wenn etwas schiefgelaufen ist. Die Überprüfung ist schwierig, aber es gibt Anhaltspunkte. Eigentlich die sinnvollste Prüfung ist, man checkt mal, ob die Verbrauchswerte, die in der eigenen Wohnung am besten in eigener Anwesenheit abgelesen worden sind, auch in der Abrechnung stehen. Und wenn da steht 30 Kubikmeter abgelesen, in der Abrechnung steht auch 30, dann ist es wohl in Ordnung. Also richtige Prüfmöglichkeiten in der Form, dass ich hier einen Informationsblatt zur Hand nehme und das prüfe, gibt es nicht. Erhöhte Werte können aber auch eine ganz plausible Erklärung haben. Wenn man dann mal dahinter schaut, was ist denn passiert, stellen wir doch Änderungen im Nutzungsverhalten fest. Eine ganz beliebte Änderung ist es, wenn Nachwuchs gekommen ist. Der Wasserverbrauch verdoppelt und verdreifacht sich. Wenn die Oma ins Haus eingezogen ist oder in die Wohnung mit eingezogen ist, erhöhen sich auch die Heizkosten, weil es ältere Menschen gerne etwas wärmer haben. Das sind Dinge, die sehen wir als Abrechner natürlich nicht. Wir haben die Ablesewerte und machen daraus die Abrechnung. Diese Effekte merken wir hinterher, wenn wir nachfragen. Also es gibt durchaus auch plausible Begründungen, wo man sagen kann, ja, jetzt wissen wir es, warum es höher ist. Sollte es Unklarheiten geben, die 3 Jahre zurückliegen, so lassen sich auch diese Werte überprüfen. Eine Beweislast im Sinne der Heizkostenabrechnung, wir machen uns da gar nicht viel Gedanken, weil die Beweise gibt es ja, sie liegen ja vor. Es gibt ja einen Ablesebeleg, es gibt ein Messgerät, das ist nach wie vor vorhanden. Es gibt einen Ablesebeleg, den hat der Mieter entweder unterschrieben oder die Ablesewerte sind immer noch im Gerät vorhanden. Das heißt, wenn uns jetzt einfällt, dass bei der Ablesung 2013 etwas nicht gestimmt haben könnte, gehen wir nochmal hin und lesen aus dem Speicher des Gerätes den 2013er Wert nochmal aus. Also das kann jeder Abrechner bei elektronischen Geräten nachweisen und hat damit kein Problem, was die Beweise anbetrifft. Doch so einfach war es bei Renate Müller aus Ravensburg nicht. Auf einmal 3.051 Euro nachzahlen zu müssen, war für die Rentnerin ein Schock. Die Ursache kann eine Verkettung von vielen Fehlern sein. Dem detailliert nachzugehen ist komplex. Und wenn sich in der Auseinandersetzung mit dem Vermieter nichts bewegt, hilft nur eins. Geduldig zu bleiben gegenüber einem Eigentümer, wenn man eine Nachzahlung zu leisten hat, ist schwierig. Man kann den, wenn Sie mich fragen, was man tun sollte, die Vorauszahlung einstellen, dann wird der sich schon bewegen. Aber wie gesagt, das ist eher selten der Fall. Das hat Renate Müller leider nicht getan. Sie hatte versucht, Schäden in der Wohnung als Mietminderung geltend zu machen und wollte das mit der Nebenkostenabrechnung verrechnen. Das wurde ihr zum Verhängnis. Jetzt droht ihr die Zwangsräumung. Da ließen die Richter keine Gnade vor Recht ergehen. Ballungszentrum oder ländlicher Raum? Wo wollen denn Sie wohnen? Eine aktuelle Studie gibt deutlich darüber Auskunft, wo die Deutschen künftig wohnen wollen und welche Auswirkungen das auf den Wohnungsmarkt hat. Mehr dazu gleich nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Rein in die Metropolen, raus aus der Provinz. Dieser Trend der Deutschen, wo sie wohnen wollen, wird in einer aktuellen Studie deutlich und er wird sich wohl auch die nächsten 30 Jahre nicht ändern. Durch dieses Verhalten kommen Städte, aber auch Regionen im ländlichen Raum kräftig unter Druck. Wie und wo wohnen wir 2045? Laut einer Studie wird der Wohnungsmarkt in Zukunft noch weiter auseinanderdriften. Heißt, in einigen Regionen wird Wohnraum knapp. Anderen droht der Leerstand. Die Gründe: der demografische Wandel und die Zuwanderung. Deutschland bleibt Einwanderungsland. Schätzungen zufolge ziehen bis zum Jahr 2030 jährlich 500.000 Menschen mehr nach Deutschland als abwandern. Demnach würden bis 2045 insgesamt 85 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leben. Viel entscheidender für die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ist aber, dass extrem viele Menschen innerhalb Deutschlands umziehen. In den vergangenen Jahren durchschnittlich jeweils knapp 4 Millionen Menschen jährlich über die Kreisgrenzen hinweg.
Der Trend geht bei den 18- bis 30-Jährigen zu den Groß- und Universitätsstädten wie Berlin oder Hamburg. Die 30- bis 50-Jährigen zieht es in die Ballungsräume wie Stuttgart, München oder Frankfurt. Im Alter locken dann wieder die ländlichen Gegenden. Nicht zuletzt hält auch der Trend zum Single-Haushalt an und führt ebenfalls dazu, dass bis 2030 der Druck auf die Wohnungsmärkte stark zunimmt. Bei gleichbleibender Bautätigkeit in den kommenden 14 Jahren könnten allein in den Metropolen rund 940.000 Wohnungen fehlen. Entsprechend dürften laut den Experten dort dann auch die Preise weiter anziehen. Und im Studio begrüße ich Dr. Stefan Kohler, Leiter der Baufinanzierung von Allianz Leben. Herzlich willkommen. Grüß Sie. Herr Dr. Kohler, jetzt haben wir im Beitrag gesehen, die Entwicklung und Wohnen 2045. Was bedeutet das jetzt für den Privatmensch, der noch ein Haus finanzieren will? Ja, Sie können als Privatmensch mit dieser Studie ganz gut sich orientieren über die Entwicklung der Situation in Deutschland. Mhm. Denn wir haben da eine Entwicklung, die geht in zwei Richtungen. Einmal die strukturstarken Gebiete, die großen Städte, Ballungsgebiete, wo die Nachfrage sehr hoch ist und die Not groß. Ja. Und auf der anderen Seite die ländlichen Räume oder ein größerer Teil der ländlichen Räume, wo es umgekehrt läuft, wo Menschen davonziehen und eben die Immobilien in den Preisen eher unattraktiver werden. Jetzt sind ja die Zinsen praktisch im Keller. Und ich kann sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Finanzieren. Auf was muss ich bei einer guten Finanzierung achten? Weil die Verlockung ist ja groß, auch vielleicht einen Schritt zu weit zu gehen. Das ist richtig, ja. Also das ist eine Entscheidung, die will gut überlegt sein. Und deswegen ist auch ein guter Berater ein Pfund, das man hier auf jeden Fall braucht. Also es gibt ein paar sehr grundlegende Tipps. Das ist einmal, dass das Eigenkapital, was man für eine Immobilienfinanzierung braucht, vorhanden ist in der Größenordnung von mindestens mal 20% des Kaufpreises. Der zweite Punkt ist, dass eine gewisse Flexibilität da ist bei der Gestaltung des Vertrages, dass Sie also auch über eine Laufzeit eine Sondertilgung machen können oder auch den Tilgungssatz mal wechseln. Und der dritte Punkt ist die Frage, wie wird die Tilgung angesetzt? Also mit welchem Betrag wollen Sie Ihre Darlehensverbindlichkeit zurückzahlen? Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man da eine vernünftige Größenordnung wählt. Wir sagen, mit 2% als Mindesttilgung sollte man auf jeden Fall starten, nicht darunter. Ja. Warum nicht? Weil wenn man nur mit 1% Tilgung startet, dann ist die Dauer bis zur Rückzahlung des Darlehens einfach sehr, sehr lang. Dann haben Sie nach 50 Jahren immer noch nicht alles zurückbezahlt. Ja. Und das wäre auf jeden Fall zu beherzigen. Jetzt sind viele Finanzierungen, habe ich immer den Eindruck, da muss ja alles gut laufen. Aber was ist jetzt, wenn zum Beispiel eine Scheidung ansteht, jemand stirbt, jemand verliert seinen Job? Das sind ja Risiken oder Geschichten, die ich heute nicht weiß. Also gerade die Fälle, wo einer von zwei Personen, die eine Finanzierung stemmen, plötzlich ausfällt oder vielleicht auch nur der Alleinfinanzierer, dann muss eine Vorsorge getroffen werden für Fälle von Berufsunfähigkeit oder auch selbst im Todesfall. Denn es wird besonders schwierig, wenn Sie sogar noch eine Familie dabei haben und Sie haben eine Finanzierung erst nach 2-3 Jahren am Laufen. Ja. Da ist noch ein großer Betrag, der zurückzuzahlen ist und plötzlich fällt der Ernährer weg. Dann müssen Sie aus dem Haus raus, müssen Ihre vertraute Umgebung verlassen. Insofern ist das ein wichtiges Thema, was bei der Beratung angesprochen werden muss. Jetzt haben wir auch in der Studie gesehen, der ländliche Raum blutet mehr oder weniger aus. Gibt es jetzt Regionen, wo Sie sagen, da würde ich bei einer Finanzierung wirklich vorsichtig sein? Oder sagen Sie, ganz, wenn Sie Kapital anlegen wollen, können Sie dahin, wenn Sie privat, ist privat. Bauen Sie da, wo ja, Sie ich glaube, der Punkt, den Sie ansprechen, diese Unterscheidung, die ist sehr, sehr wichtig. Also für Ihr eigenes Zuhause würde ich nicht von bestimmten Regionen abraten, sondern da kommt es natürlich in allererster Linie darauf an, dass Sie sich wohlfühlen, dass Ihre sozialen Kontakte so sind, wie Sie sich das wünschen, dass Ihre Arbeitsstelle stabil ist und auch Ihre Perspektive für die nächsten Jahre einigermaßen klar ist. Da gibt es also keine Gegend, wo man sagt, da darf man nicht hin. Da ist der finanzielle Aspekt auch eben neben diesen persönlichen Dingen eben ein zweites Element, was nicht im Vordergrund steht. Anders ist es, wie Sie es schon angedeutet haben, wenn Sie die Immobilien kaufen wollen als Kapitalanlage. Da ist natürlich die Frage der Verwertbarkeit, der Vermietbarkeit ganz von großer Bedeutung. Und dazu zählt natürlich die Frage der Nachfrage, wie wir vorhin schon gehört haben. Da muss man schon ziemlich genau hinschauen, in welcher Region man da einsteigen möchte. Ja. Sie wissen auch, der Preis wird ja auch, er geht nach oben auch bei Mieten. Wenn man Stuttgart überlegt, plus 25% Anstieg der Mietpreise. Was können die Städte
denn es eigentlich tun, dass sie überhaupt genügend Wohnraum zur Verfügung stellen können? Oder auch die ländlichen Regionen, dass ich sage, ich kann dort auch hinziehen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was für Hausaufgaben haben die Kommunen? Also in den strukturstarken Gebieten, da wo die Nachfrage brummt, ist das Thema Infrastruktur, vor allen Dingen Verkehr. Die Möglichkeit, eben weniger attraktiv erschlossene Gebiete in den Städten doch noch aufzubauen und da eben eine gute Möglichkeit der Verkehrsanbindung zu schaffen. Aber vor allen Dingen der Wechsel in Nachbargemeinden, in Kreise in der Nachbarschaft, wo es eben häufig hapert an der guten Anbindung und da beide Parteien, also die Stadt, das Zentrum wie auch die Randgemeinden miteinander ins Gespräch gehen müssen, um da eben wirklich in absehbarer Zeit auch einen Fortschritt zu erzielen. Sie sind jetzt seit ein paar Jahren auch im Geschäft, Sie verfolgen die Entwicklung mit. Wo geht es bei Ihnen Ihrer Meinung nach hin, wenn ich den Preis der Immobilien sehe? Geht die Kurve weiter nach oben? Wo geht die Gesamtentwicklung hin auf dem Wohnungsmarkt? Ich glaube, da ist diese Zweiteilung unseres Gebiets hier ganz eindeutig. Also die Preise in den Top-10-Regionen, dazu zählt Stuttgart, dazu zählt aber auch der südliche Oberrhein, dazu zählen die großen Städte Berlin, Frankfurt, München. Da wird die Nachfrage eben so stark anhalten oder steigen, dass auch die Preise eigentlich nur eine Richtung kennen, zumindest flat oder eben ansteigen. Man kann das eben für schwächere Gebiete nur andersrum formulieren und sagen, da wird es durch den Wegzug der Menschen eben zu Leerständen kommen und die Preise sinken. Jetzt hört man immer wieder das Wort Immobilienblase. Haben wir jetzt in Baden-Württemberg, in Stuttgart oder auch am Bodensee eine Immobilienblase? Und woran erkenne ich überhaupt eine? Ja, eine Immobilienblase wird eigentlich damit gleichgesetzt, dass in die Bemessung der Preise viel Fantasie reinfließt. Also die Erwartung. Sind aber viele Verkäufer haben immer sehr viel Fantasie, wenn sie die Preisfindung gehen. Bei den Verkaufsgesprächen kommt auch Fantasie zum Tragen. Nein, aber die Fantasie, dass ein gewisser Preisanstieg eben in den nächsten 10 Jahren weiter so andauern wird und das eben mit eingepreist wird, diese zukünftige Entwicklung. Das ist natürlich eine Situation, wie wir sie zum Beispiel vor vielen Jahren in Spanien hatten, wo man einfach nur die Zukunft sozusagen schon vorwegnehmen wollte. Mhm. Eine solche Konstellation können wir eigentlich in Baden-Württemberg nicht feststellen, von exotischen oder Einzelfällen mal abgesehen. Mhm. Denn die Erwartung gründet sich eben auf eine Nachfrage, die haben wir gesehen, die ist da und die wird bleiben. Die Mietpreise werden auch stabil bleiben und deswegen ist auch die Preisentwicklung relativ verlässlich vorherzusagen. Deswegen ist von einer Blase insoweit nicht auszugehen. Das kann sich ändern. Das ist das Typische an einer Blase, dass sie dann doch nach einer gewissen Zeit durch neue Faktoren anders zu beurteilen wäre. Herr Dr. Kohler, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio und die ganzen Informationen. Danke Ihnen. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, bei uns geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit einem ganz außergewöhnlichen Duell. Und zwar lassen wir unseren Reporter David Reimann gegen ein paar Küchenmaschinen antreten und wollen wissen, Mensch oder Maschine, wer kann die Arbeit schneller und vor allem besser? Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. David gegen Goliath oder in unserem Fall David gegen die Küchenmaschinen. Unser Reporter David Reimann wollte es wissen. Die Herausforderung, alltägliche Küchenarbeiten einmal mit reiner Muskelkraft und einmal mit Hilfe einer Küchenmaschine zu erledigen. Die Disziplinen Saft pressen, Pfeffer mahlen und Brot schneiden. Hier das sehr unterhaltsame Ergebnis. Neben mir steht Fabio Vercelli, heute sozusagen mein Herr der Küchengeräte. Und wir wollen heute den Vergleich machen, Mensch gegen Maschine. Jetzt haben wir hier Küchengeräte, die mir, ich vermute jetzt einfach mal zu Hause, einiges an Arbeit erleichtern. Ist es wirklich so, dass der Trend immer mehr zu solchen Geräten geht, weg vom traditionellen Messerschneiden, Auspressen? Absolut. Ich meine, Home Living ist das Thema und wir wollen ja, sage ich mal, ein sauberes und ein schnelles Ergebnis. Mhm. Und das kann man natürlich hier einfach damit erreichen. Okay, dann legen wir einfach mal los. Mensch gegen Maschine. Also ich fange mit der Orange an. Die sieht aus, wie wenn sie die einfachste wäre. Ich habe meine zweite jetzt.
Man muss einfach dazu sagen, dass sie hier einfach wirklich vom Obst, von der Menge her, einfach mehr rauskriegen. Ja. Das ist einfach klar. Sie verwenden weniger Obst, das letztendlich ja auch Geld kostet, und haben aber im Endeffekt mehr Ergebnis. Ja. Das ist einfach ganz klar. So, jetzt haben sie die Orangen durch, jetzt wird es bei einem Apfel wird spannend. Der im Prinzip da auch ist sehr schön entsaftet. Ja. Ja. Da kommt ja gar nichts raus. Jetzt die Karotte, da habe ich doch schon verloren jetzt. Ja, die Karotte, viele glauben es nicht, aber da ist einiges drin an Flüssigkeit. Und man kann es wirklich ganz schnell zeigen. Man schiebt die hier rein. Und der Saft kommt raus und der Trester kommt auch raus. Also von Hand passiert da gar nichts. Okay, ich würde sagen, Mensch gegen Maschine, Versuch Nummer 1 geht an Sie. So, jetzt kommen wir zu Versuch Nummer 2. Wir lassen jetzt die Sauerei hier mal hinter uns. Was haben wir jetzt hier für ein Gerät? Wir haben hier ein Stahlmahlwerk, wo im Prinzip alles mahlt. Also von Getreide, Gewürze, komplett alles. Das Schöne an dem Gerät, wir können es wirklich während dem Laufen noch individuell im Prinzip optimieren und feinjustieren. Okay. Und das Schöne, es ist ein Systemantrieb, wo man dann im Prinzip auch eine Erweiterungsoption hat. Sprich, man kann einen Fleischwolf drauf machen, man kann eine Gemüseraffel, eine Flockenquetsche, das ist das Schöne. Also man hat ein Gerät und kann im Prinzip mehrere Ergebnisse dann erzielen. Okay, und jetzt dasselbe wieder wie bei der Saftpresse. Mensch gegen Maschine, wir haben Pfeffer. Sie mit der Maschine, ich würde sagen, Sie sind leicht im Vorteil, ich wieder mit Muskelkraft. Wollen Sie als erstes anfangen? Geben Sie mir einen Vorsprung. Ich gebe Ihnen einen Vorsprung. Okay, alles klar. Also, so, ich nehme jetzt einfach mal 2 Löffel. Ja, ich sehe schon. Ich gebe die 2 Löffel. Ja, ich sehe schon, bei Ihnen sieht es auf jeden Fall schon wieder besser aus wie bei mir. Okay, also wir sehen es. Ich von Hand, ja, also hat nicht viel von dem, was Sie jetzt da veranstaltet haben. Wir haben Brot. Meine Waffe ist dieses hübsche Messer hier. Mensch gegen Maschine, letzter Vergleich. Genau, Sie sind dran. Okay. So, jetzt muss es natürlich versuchen. Natürlich schön. Ja, das ist. Ach. So, ich habe jetzt in der Zeit gerade mal eine Scheibe geschafft. Da haben Sie einfach die Möglichkeit, mit so einer Maschine einfach präzise zu arbeiten. Gerade wenn Sie Bruschetta in die Richtung was vorbereiten möchten, haben Sie einfach regelmäßige Abstände. Und das ist dementsprechend sehr wichtig. Genau. Und dann schmeckt es auch und ja, es sieht da gut aus. Guten Appetit! Super, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, hat Spaß gemacht. Ganz von meiner Seite. Und grazie, mille. Und damit zurück ins Studio zu Tobias Baunach und da geht's jetzt weiter. David, vielen herzlichen Dank für den unterhaltsamen Einspieler und ich glaube, mit ein bisschen Übung klappt das mit dem Karottensaft per Hand auch noch. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder, dann mit diesen Themen. Richtig versichert. Die Deutschen versichern sich überdurchschnittlich hoch gegen mögliche Risiken. Wir sagen Ihnen, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen und auf welche Details Sie achten sollten. Und gut versorgt. Wenn wir Strom nutzen, hat das Auswirkungen auf ganz Europa. Damit die Energieversorgung jederzeit gesichert ist, muss ein komplexes System bewältigt werden. Bauen und Wohnen ab Montag, 10. Oktober, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.